Nachdem die Veranstalterin Frau Hurvasch-Purkyan darauf hingewiesen hatte, dass die erste dokumentierte Menschenrechtscharta von Kyros dem Großen aus dem alten Persien stammt und als Inspirationsquelle für Benjamin Franklin diente, wurde im zweiten Teil der Veranstaltung ein weiteres Kapitel von Frau Atai gelesen. Danach hielten Rebecca Schönbach vom Verein Frauen für Freiheit und die Soziologin Sabah Farzan einen Vortrag. Frau Schönbach thematisierte die Wechselwirkung der Freiheit iranischer Frauen mit der Sicherheit Europas. Frau Farzan sprach zur Verbindung von Menschenrechten und Sicherheitspolitik. Insbesondere ging es um effektive Sanktionen gegen das iranische Regime. Eine 19-Jährige verkleidet sich als Mann, um ihre Lieblingsfußballmannschaft im Stadion zu sehen. Als ihr dafür eine Haftstrafe in Aussicht gestellt wird, zündet sie sich an. Ein Fußballtrainer bringt sich um, weil er die Armut nicht mehr erträgt. Eine Frauenrechtlerin wird verhaftet. Ein Arbeiter setzt sich in Flammen, weil er seine Frau und seine Kinder nicht mehr ernähren kann. Eine Frau verkauft ihren Körper, um ihrer Familie Wasser kaufen zu können. Viele iranische Familien können sich kein Obst mehr leisten. Ein 11-jähriger Schüler bringt sich um, weil er kein Mobiltelefon hat, um den Schulunterricht zu verfolgen. Eine weitere Frauenrechtlerin wird verhaftet. Ein in Kanada lebender Regimegegner stirbt unter mysteriösen Umständen. Ein politischer Gefangener im Hinrichtungstrakt bekommt seine Medikamente nicht. Zuvor hatte sich der Vater des jungen Mannes aus Gram über das Schicksal seines Sohnes getötet. Videos einer Hackergruppe zeigen, wie Sicherheitsbeamte im Evin-Gefängnis Insassen treten und misshandeln. Die Revolutionsgarde beschießt ein ukrainisches Verkehrsflugzeug und tötet dabei alle Passagiere, darunter zahlreiche in Kanada lebende Iraner. Der kanadische Untersuchungsbericht macht Rücksichtslosigkeit, Inkompetenz und mutwillige Missachtung von Menschenleben für den Abschuss verantwortlich, aber im Iran wird niemand zur Verantwortung gezogen. Stattdessen misshandeln und foltern Revolutionswächter die Angehörigen der toten Passagiere, die Aufklärung fordern. Auf Twitter schreibt ein Mann aus dem Iran: Hier ist alles im Niedergang begriffen. Alles bis auf die Islamische Republik. Auf Instagram notiert eine Frau: Das große Ereignis, auf das wir alle sehnsüchtig warten, ist nichts anderes als unser vergeudetes Leben. Die Schlagzeilen, die im Minutentakt erscheinen, machen so mürbe wie das Hämmern eines Drucklufthammers. Sie schnüren uns schon beim Lesen die Luft ab, aber sie sind der Alltag für Iranerinnen und Iraner. Sie erleben Zyklen der Gewalt und des Leids wieder und wieder. Der Horror der Nachrichten, ein nicht enden wollender Strom schwarzer Tage. Wer den Mut hat, sich wirklich mit dem Land zu beschäftigen, wird den Eindruck nicht los, dass der Schmerz mit seinem Schicksal verschmolzen ist. Ich will von Roja wissen, ob Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten vielleicht mehr denn je allein sind. Roja Jan, nach all meinen Gesprächen habe ich den Eindruck, dass die Frauen, denen ich begegnete, dass all jene, die für Menschenrechte kämpfen, offenbar isoliert sind, einsam sind. Es kommt mir so vor, als ob wir es auf der einen Seite mit versprengten Atomen zu tun haben, kleine Inseln, unzählige Stimmen, unzählige Schicksale, auf der anderen Seite aber mit einem hervorragend aufeinander abgestimmten Netzwerk, das den Diskurs im Westen bestimmt. Und an den Universitäten im Westen, von den Denkfabriken und von den vielen Medien ertönt seit Jahren der ewig gleiche Ruf: Alles wird gut im Iran, wenn der Atomdeal gerettet wird und wir diese tollen Reformer unterstützen. Roja lächelt und atmet tief ein. Zunächst einmal stimmt ihr Eindruck. Wir Menschenrechtler haben wahrhaftig keine einfache Zeit gehabt, weder unter Trump noch davor. Bevor 2015 das Atomabkommen zwischen der Obama-Regierung und dem Iran unterschrieben wurde, hatten uns angesehene Forschungseinrichtungen immer wieder vertröstet und gesagt: Jetzt warten wir mal ab, was der Deal bringt. Ich habe damals nie verstanden, warum jene, die sich für Menschenrechte einsetzen, ihre Arbeit vom Ausgang der Atomverhandlungen abhängig machen. Hat den mehr als 1000 Iranerinnen und Iranern, die im Jahr der Unterzeichnung des Deals hingerichtet worden sind, das Abkommen geholfen? Nein, es muss doch alles aufgearbeitet werden. Die Aufarbeitung erzeugt einen sichtbaren Druck der öffentlichen Meinung auf die Führung im Iran. Roja erzählt, wie eine bekannte amerikanische Journalistin und Akademikerin sich weigerte,
ihr zu helfen, weil Roja eine Agenda habe, Roja die Menschenrechtlerin, sie hingegen für den Frieden arbeite und neutral sei. Roja wurde also als Feindin und Straftäterin betrachtet, als ob sie kein Recht habe, Demokratie einzufordern. Diese absurde Verdrehung der Verhältnisse, der Täter ist friedlich, die Aufdeckung seiner Tat eine Verhetzung, kommt mir vertraut vor. Ich erzähle ihr von meinen Erlebnissen als Korrespondentin, wie mir in den vergangenen Jahren immer wieder Kriegstreiberei vorgeworfen wurde, als ich über Menschenrechte berichtete. Genau, lieber nicht über die Rechte der Menschen im Iran reden. Sonst verschaffe man ja jenen Argumente, die den Iran angreifen wollen. Ungefähr das ist die Logik. Die meisten akademischen Kreise in den USA, ähnlich auch in Frankreich, sind von der Weltanschauung der linken Progressives geprägt, die eine Voreingenommenheit erkennen lässt, wenn es um den Iran geht. Die Debatte ist erschreckend uniform. Diese Kreise wollen uns lieber nicht sehen, obwohl wir uns mit den Themen auseinandersetzen, die doch eigentlich ihre Themen, ihre Urthemen sind. Aber weil diese Themen die Lage im Iran betreffen und nicht die Lage in den USA, haben sie für diese Kreise plötzlich keine Priorität mehr. Ein iranisches Leben ist für sie offenbar weniger wert. Geography matters. Warum aber sollen wir Iraner nicht die gleichen Rechte haben wie die Menschen im Westen? Ja, da war Frau Atais Ausschnitt schon die perfekte Vorlage, weil das, was den Menschenrechtsaktivistinnen vorgeworfen wird und was alle aktiven Iranerinnen in Deutschland erleben, ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Und Täter-Opfer-Umkehr kennen eigentlich alle Frauen. Sie hatte doch den Minirock an. Warum war sie alleine nachts auf der Straße unterwegs? Also diese Art von Argumentation finden wir bei allen Vergehen, wo Frauen sozusagen Keuschheitsvergehen begangen haben, und die ist essentiell, wie Nejla Kelek eben auch beschrieben hat, bei Islamisten. Und das ist, was auf Frauen im Iran angewandt wird. Was aber die meisten leugnen, ist, dass es Auswirkungen auf die Politik in Europa hat. Und diese Täter-Opfer-Umkehr bewirkt zum einen, dass wenn wir im Außenpolitischen verzichten auf Werte wie Menschenrechte und vor allem natürlich, dass Frauen Menschen sind, die eben die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen, wir nicht mehr im Inneren darauf bestehen können, dass diese Werte auch innen eingehalten werden. Das trifft zuallererst Frauen in migrantischen Communities. Und es trifft auch die Iranerinnen, die hier leben, die tatsächlich Drohungen erhalten. Also sehr viele von den iranischen Aktivisten, aber auch vor allem die Iranerinnen, erhalten Anrufe, Drohanrufe, Bemerkungen. Immer wieder in sozialen Medien wird man beschimpft, da kommt immer wieder das Schimpfwörter wie Schlampe, Hure, du wirst im Höllenfeuer, Schmorn und so weiter, was natürlich eine Herabsetzung ist. Und das iranische Regime hat das früh erkannt, dass es zweigleisig fahren muss. Sie haben sehr früh erkannt, dass die Frauen die größte Gefahr für ihre Herrschaft sind, Frauen, die sich emanzipieren. Und dass, wenn diese Frauen Unterstützung aus dem Westen bekommen, ihre Macht tatsächlich wackelt. Und daher haben sie angefangen, sich zu schützen gegen diese Vorwürfe, indem sie eine zweigleisige Politik gefahren sind. Einerseits diese Macht und dieses, was auch Frau Zatari beschrieben hat, im FIG, die institutionalisierte Degradierung von Frauen zu verfolgen, aber gleichzeitig immer wieder zu behaupten, es sei zum Schutz der Frauen und teilweise auch Frauen an Machtpositionen setzen, die dann in den Westen geschickt werden und dann wird gesagt, das ist doch eine Frau, die das vertritt. Und daher sind die Frauen einverstanden. Und dieses Missverständnis tritt immer wieder auf. Und wir hatten gerade einen aktuellen Fall, weil so schwer begreifbar zu machen ist, dass es uns wirklich in unserer inneren Sicherheit trifft. Sie haben wahrscheinlich alle den Fall von El Hassan mitbekommen, eine junge Journalistin, die angestellt werden sollte, die im ZDF arbeitet und im WDR in der Wissenschaftssendung Moderatorin werden sollte. Wo ist die nach ihren eigenen Angaben radikalisiert worden? Hier in Hamburg in der Blauen Moschee. Eine Sunnitin, eine Mädchen, das aus einem sunnitischen Haushalt stammt, ist in einer schiitischen Moschee radikalisiert worden. Das ist kein Zufall. Wenn Sie sich mit Polizisten in ganz Europa unterhalten, zum Beispiel in Belgien, gibt es eine Studie, dass sunnitische Jugendliche ungefähr 2000 an der Zahl jedes Jahr zum Schiitentum konvertieren.
Das Regime macht ganz gezielt Werbung für seine Ideologie in Europa. Wenn man das nach außen nicht erkennt, wenn man im Außen nicht erkennt, was es für Auswirkungen gibt, das zuzulassen, wird man das immer wieder im Inneren gespiegelt bekommen. Und zwar lange bevor die Anschlagspläne da sind, indem man sich selber verheddert, wenn man nicht klar erkennen kann und nicht klar erklären kann, warum man das iranische Regime hofiert, warum man sie offiziell empfängt, warum man Verträge eingibt, obwohl alle Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind, dann kann man eben nicht mehr argumentieren, warum wir im Westen das nicht zulassen, dass bei uns Frauen auch so behandelt werden. Und die Auswirkungen kriegen zuallererst die Minderheiten zu spüren und dann eben auch die Mehrheiten. Herzlichen Dank, liebe Rebecca. Ja, es ist mir eine Ehre, heute Abend hier zu sein in dieser Runde von Frauen, die eine große Inspiration für mich sind. Und ich würde mir nur wünschen, dass der Grund, warum wir heute Abend alle miteinander hier sind, nicht ein tragischer wäre. Ich würde mir wünschen, dass ich eines Tages die Zeitung aufschlage und das Einzige, ob jetzt digital oder gedruckt, das Einzige, was ich über den Iran lese, ist ein Gedichtband so und so von dem Dichter so und so ist in diese Sprache übersetzt worden. Nicht mehr als das. Das wäre ein Wunsch, tatsächlich ein persönlicher und ein politischer, den ich habe. Ich habe einen kleinen Arbeitsauftrag unserer Freundin Hovas bekommen, tatsächlich so einen kleinen Rundumschlag hier für Sie zusammenzufassen, indem ich Menschenrechte zusammenbringe mit Sicherheitspolitik. Und ich will anders als ich das sonst eigentlich immer mache, tatsächlich schon mal das Fazit meines kleinen Impulses vorweg schicken, dass eben wirklich drei Aspekte, drei Leitplanken sozusagen in der Durchsetzung, in der glaubwürdigen Verankerung der Menschenrechte in unserer und in der weltweiten Außen- und Sicherheitspolitik wichtig sind. Das eine ist Schnelligkeit. Das andere ist Rückgrat und das dritte, ganz zum Schluss, ist Strategie. Schnelligkeit will ich ein bisschen erläutern im Zuge dieser starken, mutigen Proteste 2019 im Iran. Hat dann die Europäische Union in diesem Sommer, im Sommer 2021, Sanktionen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen beschlossen und umgesetzt. Das ist natürlich viel zu spät. Das muss sofort erfolgen. Man muss Verbrechen, die an unschuldigen Menschen begangen werden, muss man sofort sanktionieren. Rückgrat ist tatsächlich auch ein moralisches Rückgrat, das unsere freie Welt, unsere westliche Wertegemeinschaft hier vertreten muss. In dem Sinne auch, dass die Art, wie wir leben, die Werte, die wir tagtäglich leben und für bewahrenswert halten, dass das nicht eben ein rein westliches Phänomen ist. Definitiv nicht nach dem, wenn man gehört hat, dass eben die erste Menschenrechtserklärung aus dem alten Persien kommt. Sie haben universelle Gültigkeit. Sie sind nicht etwas, wo wir sagen können, weder moralisch noch politisch. In anderen Teilen der Welt leben die Menschen anders. Das geht uns nichts an. Es geht uns selbstverständlich etwas an, weil es auch unsere innere Sicherheit betrifft. Strategie: Man muss sich darüber im Klaren sein, was will man eigentlich erreichen? Ich würde gerne das Ende dieses Regimes erreichen mit den paar Texten und den paar Impulsen, die ich gebe. Um wirklich eindeutig, unverrückbar an der Seite der Menschen zu stehen, die wirklich ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Bürgerrechte, ihre Menschenrechte einzufordern. Und ich habe einmal vor ein paar Jahren eine Presseerklärung, ein Pressestatement von zwei Politikern gelesen, die ich für bemerkenswert halte, die im Zuge eben wieder starker Proteste im Iran gesagt haben, die Islamische Republik ist nicht reformierbar. Das ist
Das ist eine Aussage, das ist ein Statement, um das man nicht mehr herumkommt. Ich erwarte nicht von unseren politischen Verantwortungsträgern, dass sie sich vor eine Kamera stellen und sagen, wir fordern das Ende dieses Regimes. Ich kann das als ein Privatmensch tun, als jemand, der schreibt. Viele andere können das tun, Aktivisten und Dissidenten. Aber wenn man sagt, die Islamische Republik ist nicht reformierbar, dann ist das eine sehr, sehr tatkräftige Aussage. Man kann auch dazu übergehen, zu sagen, dass die Islamische Republik weder islamisch noch republikanisch ist, weil diese Fake-Parlamentsgeschichten einfach nur Fake sind, eine erste Form von Fake News, wenn Sie so wollen, die man tatsächlich auch bekämpfen muss. Im Zuge des Themas Sanktionen, es gibt seit Winter 2020, umgesetzt im Sommer 2021, einen neuen Menschenrechts-Sanktionsmechanismus der Europäischen Union, den European Magnitsky Act, der vor vielen, vielen Jahren in Amerika eingeführt wurde, durch die Folter und den dadurch herbeigeführten Tod von Sergej Magnitsky in Russland. Es gibt einen Mechanismus, Menschenrechtsverbrecher massiv finanziell und politisch unter Druck zu setzen. Auf dieser Sanktionsliste der Europäischen Union finden sich aktuell gerade einmal 8 Funktionäre. In einem Meer an Tausenden und Tausenden von anderen Funktionieren. Und das ist eine Bankrotterklärung für eine Europäische Union, die die größte Verbund von Demokratien in dieser Welt. Das ist, die NATO ist es nicht, weil da auch die Türkei Mitglied ist. Die NATO ist ein Sicherheitsbündnis, aber die Europäische Union ist in allererster Linie ein Werteverbund von Demokratien. Und das geht so nicht. Seit 13 Jahren nur über Sanktionen. Und ich bin eine Verfechterin auch umfassender Sanktionen. Einmal, weil diese freie Welt zwar viele, viele Fehler gemacht hat, aber sie hat eines sehr, sehr richtig gemacht. Sie hat ganz, ganz klar und direkt mit den Menschen im Iran gesprochen und gesagt, wir beschließen diese Sanktionen nicht, um euch abzustrafen, sondern wir tun das, weil es einen internationalen, globalen und gefährlichen Konflikt mit diesem Regime gibt. Das ist bei den Menschen angekommen. Im Zeitalter von YouTube ist das möglich. Iran ist nicht Nordkorea, so simpel es tatsächlich auch klingt. Dann sind von diesem Sanktionsmechanismus, diesem umfassenden Mechanismus, waren immer ausgeschlossen Lebensmittel und Medikamente. Die Tatsache, dass es den Iranern schlecht geht, hat mit diesem Regime zu tun. Es hat mit Korruption und einem staatlich gelenkten Wirtschaftssystem zu tun. Und das ist wirklich in einer sehr aktiven Zivilgesellschaft, war das kommunizierbar. Und wenn die Iraner selbst sagen, sie befürworten Sanktionen, um tatsächlich hier eine Veränderung herbeizuführen, dann sollte man auf diese Stimmen auch hören. Und diese Selbstverzwergung, die wir betreiben, indem wir unsere eigenen Werte und unsere eigenen Errungenschaften glauben, dass das Verhandlungsmasse ist, dass wir dazu nicht stehen können. Dieses Rückgrat fehlt uns teilweise gesellschaftlich und es fehlt uns auch politisch auf internationaler Bühne. Und mit ein Grund, warum wir hier sitzen und heute Abend über Menschenrechtsverletzungen im Iran sprechen, ist, dass dieser Atomkonflikt der längste währende Konflikt in dieser Region ist, parallel zum Nahostkonflikt. Nur anders als beim Nahostkonflikt hat diese Auseinandersetzung eine unmittelbare Konsequenz für unsere globale Sicherheit. Ja, vielen Dank an Sabah Fasan und Rebecca Schönbach und Guline Atay.
Und wir haben laut Uhr noch 10 Minuten, 9, die Uhr läuft. Und bevor ich jetzt Fragen stelle, wollte ich noch mal sehen, würde ich gerne noch Ihnen die Gelegenheit geben, sich zu äußern, Fragen zu stellen. Vielen Dank. Also fand es sehr, sehr inspirierend, was ich hier von den tollen Damen da vorne gehört habe. Frage zur Außenpolitik und zu den Sanktionen. Also was Sie ja gesagt haben, nicht? Schnell, Rückgrat und strategisch, völlig richtig. Zur Strategie gehört auch dazu, dass wenn der freie Westen Sanktionen erhebt, dass es dann auch repressive Regime in Russland oder in China gibt, die gerne in die Bresche springen, um mit dem Iran Geschäfte zu machen. Nicht? Wir haben es ja in der Corona-Pandemie erlebt, der Iran war einer der ersten Brennpunkte wegen den Handelsbeziehungen zu China. Der Iran wird gebraucht, in Anführungszeichen, für Russland, für seine Syrien-Politik und so weiter. Ja, wie bindet man das am besten ein? Sie sind ja auch Russland-Expertin, Frau Atay. Wie geht man damit um? Denn wenn wir Rückgrat zeigen, das ist gut, bin ich voll dafür. Aber es gibt eben auch noch die anderen Akteure. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Zur zweiten Frage jetzt zu, wie reagieren China und Russland? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe den Eindruck, also mit der Kenntnis, die ich jetzt aus Russland auch mitbringe, dass bestimmte Weltgebiete, und Sabah und Frau Schönbach, Sie können es vielleicht auch nochmal ergänzen, dass bestimmte Weltgebiete sozusagen der internationalen, ich sag mal, Autocracy International sozusagen zugeschoben worden sind und zu freien Einsatzgebieten Chinas und Russlands erklärt worden sind. Und dazu zählt seit neuestem Afghanistan, dazu zählt aber auch schon seit längerer Zeit der Iran. Warum? Weil das natürlich sehr bequeme Partner sind, die nicht nach der Menschenrechtsbilanz fragen. So war es auch schon vor 10 Jahren, als ich aus dem Sudan zum Beispiel berichtete und zum sudanesisch-chinesischen Ölförderabkommen den chinesischen Botschafter im Sudan befragt habe und gesagt habe, was ist eigentlich Ihr Geheimnis, warum sind Sie hier aktiv? Wir sind hier aktiv, weil wir das Prinzip der Nicht-Intervention, der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates verfolgen. Und jetzt ist die Frage an uns, wie gehen wir damit um? Stehen wir auf der Seite der Regierungen oder berichten wir nur aus der Perspektive der Herrschenden? Oder suchen wir aktiv den Kontakt zu den Menschen? Suchen wir aktiv den Kontakt zu den Stimmen in der Zivilgesellschaft? Versuchen wir, diese Stimmen zu amplifizieren, also zu erweitern? Versuchen wir, die hier auch in unseren Diskurs mit einzubringen? Und davon sehe ich leider reichlich wenig. Ja, nicht ganz so eloquent, sondern wirklich so an der harten Masse orientiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr bedeutende und zukunftsorientierte Frage, die tatsächlich in der Vergangenheit auch schon stattgefunden hat. Es gibt in der Außen- und Sicherheitspolitik ein Instrument, das nennt sich sekundäre Sanktionen, nämlich Akteure auch zu sanktionieren, die noch mit dem iranischen Regime Geschäfte gemacht haben. Das war sehr effektiv. Man wird nicht ganz China und Russland aus dem Iran abziehen können. Dafür ist die diplomatische und die wirtschaftliche Präsenz zu stark. Aber das so runterfahren, so eindämmen und dass all diese Schritte, das ist ja auch die Tragödie, all diese Schritte hat es gegeben. Das iranische Regime ist aus dem SWIFT-Abkommen, aus dem internationalen Bankensystem 8-kantig rausgeflogen. Also das ist auch das wieder ein sehr, sehr harter Begriff. Auch das nennt man in der Außen- und Sicherheitspolitik die nukleare Option. Und was ich nicht verstehe, ist, warum man dann, wenn man kurz vor der Ziellinie ist, dann umkehrt, was ich auch nicht verstehe, im Fall von Barack Obama, ist wie ein früherer Professor, der Verfassungsrecht gelehrt hat, einfach mal so mehrere UN-Resolutionen in der Luft zerrissen hat, um irgendein Schriftstück gemeinsam mit dem iranischen Regime zu verfassen, was noch nicht mal ein Vertrag ist,
Es ist noch nicht mal ein echter Vertrag, mal abgesehen davon, dass das, was dort drin steht und die Zugeständnisse, die man dem iranischen Regime gemacht hat, natürlich eklatant sind.